So Leute, heute gibt es wieder ein kulinarisches Highlight vom Feinsten. Guckt euch das an, Senfeier genannt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Vor meiner Knastzeit habe ich solche Menüs nicht gekannt. Sieht ein bisschen mager aus, ehrlich gesagt, ein bisschen wenig. Wenn du fast 2 Meter groß bist und 90, 100 Kilo wiegst oder so, also zwischen 90 und 100, dann ist das auf jeden Fall, fühlst du dich schon persönlich angegriffen, ehrlich gesagt. Guck mal, gib mir eine Schelle, weißt du, beleidige mich, brech mir ein Bein, gib mir einen Highkick. Aber nicht das hier. Was ist das? Ganz ehrlich. Jetzt stell dir vor, du gehst den ganzen Tag arbeiten, kommst von der Arbeit wieder und dann machst du diese scheiß Menage auf, weißt du, und siehst dann das hier. Was ist das? Ganz ehrlich, Alter. Kochen eure Mütter so für euch? Oder eure Frauen? Oder was? Ich bin sprachlos, ganz ehrlich. Ich bin sprachlos. So. Oh Mann, Alter. Oh, wir müssen ranzoomen hier. Wie viele Kartoffeln mögen da sein? Eins, zwei, drei vielleicht, dreieinhalb. So. Was ist das? Was soll das sein, Alter? Digga, das kannst du doch keinem Menschen zutrauen. Jetzt mal im Ernst. Jetzt mal ehrlich. Bin ich pingelig? Ich will nicht über das Essen rumheulen. Ich weiß, es kommt immer schlecht an, wenn ein Knacki über Essen rumheult und so weiter und so fort. Aber ist das, jetzt mal ehrlich. Kann sein, ich bin zu überempfindlich. Kann sein, ich bin verwöhnt. Kann sein, ich bin keine Ahnung was. Mich interessiert eure Meinung. Ist es normal? Kriegt ihr sowas von euren Müttern serviert? Oder von euren Frauen? Oder. Allein die Idee dahinter, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Digga, Tim Mälzer, wo bist du? Sag mal deine Meinung, ja? Also, das ist erstmal der erste Skandal. Auf den ersten Blick erstmal nichts Ungewöhnliches, ne? So ein Cheddar, so ein Industriekäse, ne? So ein zusammengepanschte Scheiße. So. Und das, was entscheidend ist, ist das hier. Und zwar genau das hier, dieses Feld hier, ja? So, dazu gibt es ein Gesetz. Das nennt sich Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, glaube ich, ne? Wenn ich es richtig gesagt habe. Jeder Hersteller ist verpflichtet, in Deutschland auf Deutsch diese Angaben zu leisten. Ne? Also das heißt, diese Nährwerte hier, ne? Diese Tabelle. So, damit jeder Bürger sich informieren kann, ne? Wie viel Kohlenhydrate, wie viel Salz, Eiweiß, Energie und so weiter die Lebensmittel enthalten und somit natürlich ihre Ernährung gesundheitlich ein bisschen ausbalancieren können. Ja? So. Das wird natürlich hier auf diesem Wege verhindert, denn ich erkenne kein Deutsch. Seht ihr da irgendwas mit Deutsch? Ich sehe nichts. So. Das heißt, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung. Und zwar, hier verstößen jetzt beide Parteien, sowohl die Firma Aramark, die das hier liefert, ja, das ist der Caterer, der hier für das Essen zuständig ist, ne, als auch die Anstalt machen sich hier strafbar mit dieser Scheiße. Okay? So. Und diese Leute wollen uns resozialisieren. Na dann, Prost Mahlzeit. Und zu allem Überfluss, ich schwöre, am selben Tag, heute, genau heute, zum Mittagessen als Beilage gab es das hier. Also als Nachtisch quasi. Und ich esse schon mein ganzes Leben lang Bananen, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Die ist noch nicht ganz reif, also vom Geschmack her. Ich weiß, die liegt jetzt schon ein bisschen, ich musste ein bisschen warten. Die liegt jetzt schon seit 2, 3 Stunden oder so, deswegen sieht die auch schon ein bisschen verkorkst aus, aber man sieht ja noch, dass sie frisch ist, dass ich, wie gesagt, heute aufgemacht habe. Dann habe ich da reingebissen. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da geht richtig so ein Loch rein. Mal gucken. Mal hier abbrechen. Nicht, dass mir da gleich irgendein Wurm entgegenkommt oder so eine Scheiße. Ja. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Geht komplett durch. Ach du Scheiße, Digga. Oh mein Gott. Also wie gesagt, das ist wirklich. Also das ist eine Zumutung. Ich weiß nicht, ob das irgendein Strafbestand erfüllt, ich denke mal nicht. Aber das hier erfüllt auf jeden Fall einen. Und dafür, meine Freunde, wird es Rache geben. Das schwöre ich euch. Das lasst nicht auf mir sitzen, Alter. Also, ne, so viel dazu. Mein kleiner Beitrag, ihr wollt ja immer schon ein bisschen was übers Essen hören. Ja, jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick, ne? So Leute, morgen ist Waschtag, endlich mal wieder. Wir können hier alle 2 Wochen eigentlich nur so einen Sack voll waschen. Also
Sackvoll ist es auch schön dahergesagt. Wenn sich der Wäschekalfi besonders engstirnig gibt, dann kann er es begrenzen auf 4,5, 5 Kilo. Ich weiß nicht, ob jemand auf dem Schirm hat, was so 4,5, 5 Kilo sind. Das sind vielleicht so, keine Ahnung, zwei Jeanshosen, ein paar Pullover, das sind schon 4,5 Kilo. Von daher weiß ich gar nicht, wie man da 2 Wochen lang mit hinkommen soll. Aus diesem Grund, da ich mich ja sowieso gerade hier auf einer Geldstrafestation befinde und hier die Leute froh sind, wenn sie mal 3 Unterhosen haben. Dementsprechend waschen sie natürlich nicht. Habe ich mir natürlich eine zweite Ladung ergaunert von einem anderen. Normalerweise, ihr seht doch die grüne Karte da unten, die muss man sich normalerweise beim Beamten abholen und da reinstecken. So. Ich habe seine Karte nicht, deswegen habe ich einfach seine Zellennummer da auf den Zettel geschrieben und reingesteckt. Ja, mit solchen Tricks musst du arbeiten, damit du irgendwie mit deiner Wäsche hinkommst. Weißt du, was ich meine? Sonst bist du richtig geliefert. So. Oder du musst halt, wieso wie im Morbid, im Eimer waschen. Ich habe einfach im Morbid 2 Jahre lang meine Wäsche im Eimer gewaschen, Digga. Das kannst du dir in Deutschland gar nicht mehr vorstellen. So, ja. Naja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich im Moment noch auf dieser höchst privilegierten Station bin. Und ja, hier ein paar Leute sind, die es mit der Hygiene nicht so genau nehmen und ich halt quasi auf ihren Namen waschen kann und somit keine großartigen Probleme habe. Nur damit ihr mal wisst, wie es so abläuft mit der Wäsche, wie man das hinkriegt. In meinem Wäschesack, das ist der Link, also sind beide meine, ne, aber auf meinen Namen, da habe ich halt einfach hier so eine, weiß nicht, kann man ja mal zeigen hier. Hier so eine Flasche, hier so ein Persil Universal-Dings reingepackt, weißt du? Und hier habe ich einfach so eine kleine Dose, die habe ich noch aus Tegel. Habe ich einfach so einen Wäschetab, kann man auch beim Einkauf holen. So, also kosten 2 Stück 1 Euro. Das Ding hier ist schon ein bisschen kostspieliger, es kostet, glaube ich, irgendwas mit 6,50 € oder so. Also, ne? So sieht es dann aus, ne? Ich komme mit Sie weiter. Ich komme. Al Pacino! Ja. Kommen, kommen! Kommen rein! machen zu Tür! Warum machst du Mach das? zu, mach zu! Kommen, kommen! Hallo! Ja, herzlich Grüß Sie! willkommen! Ja! Al Pacino, zeig ihnen deine Dings hinten. Was? Ach Deine. so. Was hast du da? Nagel. Nagel? Von Nagel, ja. Ja? Hast du immer dabei? Ja. Immer dabei. Warum? Weil in Freistunde, was machst du? Warum schämst du dich? Eben gerade hast du ganz normal geredet, warum schämst du Mann, dich? bist du? Ah? Mann, nein. Bruder, komm, komm, wohin gehen? Machen zu, Beamte kommen. Ja. Ja. Diese kein Problem, diese, ich habe vom Beamten diese Telefons, kein Problem. Hörst du? Ja, Beamte geben. Sagen, Bruder, du YouTuber, machen Videos, bitte, ist langweilig ohne dich geworden. Schießt Und was machst du jetzt? Mach du? diese, mach los. Bruder, diese für YouTube. Nein, mach nichts. Doch. Nein. Aber nicht jetzt. Später, wenn alles gut. Nein. Warum? Ich mach dich zu Superstar, Bruder, Fame. Nein. Kommen hier, wo gehen meine Toilette? Kommen Nein. raus! Was geht meine Toilette? Nein. Was ist los? El Okay. Pacino, komm her! Hallo! Nein. Wohin? Du machst Tür auf, andere sehen, machen anscheißen. Was Was ist machst los, du? Bruder? Sitzen, sitzen! Nein. Sitzen! Sitzen! Nein. Komm, El Pacino, sitzen! Ziehen Maske an! Ziehen Maske, als Corona! Ziehen bitte Maske an! Nehmen diese Maske! Nein. Nehmen diese! Nein. Bruder, ist Corona! Nein. Wir sind in Zelle, kein Abstand, keine Maske, kein nix! Nein, okay, ich gehe. Bruder, du lebensgefährlich! Okay, mach's gut. Bruder, wohin? Ich muss gerne Al meine Pacino, Maske. komm, ich wollte mit dir Was machst du? reden! Nein. Ich wollte reden mit dir! Tschüss. Wohin? Hallo! Also 30. November 2020. Irgendwas ist los in der Verheidering, keine Ahnung was. Wir sind keine Ahnung wie viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Einsatzwagen, Alter. Die stehen direkt vom Zaun quasi, ja. Ja. Die sind irgendwie aufs Gelände draufgefahren so und jetzt stehen sie alle mit ihren, weißt du, ein Auto nach dem nächsten so. Irgendjemand wird sich angezündet haben oder seine Zelle einfach nur oder irgendwas. Weil ich bin schon morgen gefahren, was auch ist. Schon das zweite Mal dieses Jahr. Ja, aber das passiert ja regelmäßig. Ja, und irgendwelche Leute, jetzt schleppen sie ganzes Zeug, irgendwelche Schläuche hin und her und so. Ja, keine Ahnung, was sie überhaupt machen. Vielleicht löschen sie oder vielleicht müssen sie jetzt mal Zugang verschaffen, keine Ahnung, was sie machen.
Auf jeden Fall ist richtig, das ist ja Silvester vorgezogen quasi. Richtige Lichtshow hier. Hubschrauber kommt sogar, heftige Sache, Alter. Deswegen bin ich eigentlich zum Fenster gekommen, ja, weil ich habe Hubschrauber gehört. Deswegen bin ich zum Fenster gegangen, weil ich dachte mir, okay, jetzt läuft hier irgendwas gewaltig, weißt du? Hubschrauber kommt gerade. Ja, keine Ahnung, ich hoffe genau vor mir, aber so viel Glück habe ich nicht. Das wäre natürlich richtig heftig, wenn ich da noch mitnehmen würde, wäre noch bombiger, aber... Okay. Ja, ich glaube, die rücken gleich ab, Alter, wie es aussieht. So, Leute, jetzt seid ihr live dabei. Richtige Lichtshow, Lasershow hier für die Gefangenen. Nicht mal im Knast bist du sicher vor Blaulicht, wie du siehst. Hat sich irgendjemand angezündet oder seine Zelle angezündet, was auch immer. Auf jeden Fall kam gerade Rettungshubschrauber, das heißt, die Lage scheint ernst zu sein. Und du weißt doch, Knastlook ist mittendrin, stand nur dabei. Aber eigentlich macht er ja gerade keine Videos, aber irgendwie doch, aber man weiß es nicht. Und naja, die Show must go on, ne? Das wäre ein gutes Auftaktvideo eigentlich. Das wäre wirklich gut, Alter. Wenn jetzt noch der Hubschrauber genau vor meiner Fresse landen würde, ey, Jackpot. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, ne, da ist ein Mensch, der wahrscheinlich psychisch labil war. Ne, und das darf man auch nicht vergessen. Ne, das ist natürlich auch quasi der Tribut, der gefordert wird durch Haftbedingungen, durch psychische Probleme, durch Corona. Seit 9 Monaten haben wir unsere Angehörigen nicht mal richtig gesehen und Maske. Ne, das ist alles, das drückt. Ja, ne, und dann wirst du natürlich zu solchen Taten verleitet. Man weiß jetzt natürlich nicht, ne, was da jetzt genau im Einzelnen passiert ist, aber nichtsdestotrotz muss man da immer ein bisschen von allen Seiten die Sache zu, versuchen zu betrachten. Naja, mal gucken, ich halte hier auf dem Laufenden, was noch passiert. So, ist ein bisschen zu kalt geworden gerade. Deswegen habe ich das Fenster zugemacht. Ich glaube, die bauen hier schon langsam das Inventar wieder ab. So, Einstellzeitalarm-Auflösung nach knapp 2 Stunden, was passiert ist. Wissen wir noch nicht. Infos gibt's morgen. Alles klar. Goodbye, Deutschland. Bye.